Um 23 Uhr läuft bei uns in Plan B wieder die Sound Story. Das Hörspiel heute Captain Crunch von Evrim Sen und Dennis Moschito. Und die beiden sind jetzt meine Gäste in 1Live Plan B. Normalerweise befasst ihr euch in euren Hörspielen und gemeinsamen Büchern vor allem mit Cyberkultur, mit Computerpiraten, mit Hackern. Jetzt heißt es das neue Stück, das wir nachher hören, Captain Crunch. Das ist eben eigentlich eine sehr bekannte Müsli-Sorte aus den USA. Erklärt mal bitte, was es mit diesem Titel auf sich hat. Also Captain Crunch ist, wie schon gesagt, eine Müsli-Verpackung. Und eines Tages findet John Draper in dieser Müsli-Verpackung eine Pfeife. Und mit dieser Pfeife ist er in der Lage, in das Telefon reinzupfeifen. Diese Pfeife erzeugt 2600 Hertz, das ist die Tonfrequenz, und damit kann man die Gebührenübermittlung stoppen. Also kurzum, er war einfach in der Lage, mit einer Spielzeugpfeife die Telefonleitung zu manipulieren, was ziemlich absurd ist. Und in eurem Stück ist er dann mit Hilfe eines blinden Jungen mit Joy erst draufgekommen, wie man das Telefon jetzt steuern kann? John Draper hat einen Piraten-Radiosender gehabt und Joy hat diesen Radiosender immer wieder gehört. Und irgendwann hat John einfach seine Telefonnummer, also ich meine, der hat einfach keine Angst vor Verfolgung gehabt zu der Zeit und hat seine Telefonnummer einfach über den Äther geschickt. Mhm. Und Joy hat ihn dann angerufen und die haben sich über Radios und Telefon unterhalten und waren halt beide begeisterte Freaks. Und dann haben die sich getroffen und so ist das passiert damals. Dann hat er auf der Heimorgel Töne vorgespielt und damit konnte man dann noch viel, viel mehr anrichten als nur mit dieser Pfeife. Ganz genau, ja. Mhm. Also Joy hat ja ein ganz besonderes Gehör, weil nicht nur, weil er blind ist, er ist auch sehr talentiert, hat also dieses Gehör und konnte teilweise auch in den Gesprächen selbst diese Töne raushören, mhm, und dann mit der Orgel nachspielen, was andere Menschen nicht konnten. Also John T. Draper wurde dann zu einem der berühmtesten Hacker überhaupt und er hat dann die sogenannte Blue Box erfunden, wie man in diesem Ausschnitt in der Sound Story hören kann. Was wir brauchen, wäre so eine Art, eine kleine MF-Box, ein Gerät, mit dem man multiple Frequenzen erzeugen kann. Ja. Eine FM-Box? Nein, MF-Box, Multifrequenz, MF, eine kleine Kiste mit 4 Knöpfen dran. Braucht vielleicht 9, höchstens 12 Knöpfe. Man kann die dann gleichzeitig drücken und dadurch verschiedene Frequenzen erzeugen. 2 hoch 9 minus 1, hey, das wären 511 verschiedene Töne. Oh mein Gott, wisst ihr, was das bedeutet? Was? Damit kann ich das gesamte Telefonnetz steuern. Und er hat das Ding dann an viele Leute verkauft oder was ist dann passiert? Also es gibt verschiedene Gerüchte. Es gab einen Journalist, der hat da mit John Draper gesprochen. John Draper hat sich kein Blatt vom Mund genommen. Er hat sehr viel erzählt. Darunter auch wahrscheinlich, dass er Blue Boxes verkauft hat. Letztendlich wurde das zu seinem Verhängnis. Er kam deswegen in den Knast. Was genau passiert ist, es gibt sehr viele Gerüchte. Auch John Draper spricht nicht sehr gerne darüber. Wir haben versucht, in diesem Bereich so viele Wahrheiten wie möglich zusammenzusammeln, haben das Ganze auch mit den Gerüchten, die wir haben, vermischt und haben da auch eine fiktionale Ebene nochmal reingebaut. Was hat das Ganze mit Apple zu tun? John Draper hat so mit Mitte 20, Anfang 20, hat Steve Wozniak und Steve Jobs kennengelernt. Und das waren damals beides waren Studenten, Elektronikstudenten. Mhm. Und John Draper hat für Apple in den Anfängen gearbeitet. Er hat ein Softwareprogramm geschrieben, Easy Writer für Apple. Und es gibt Leute, die behaupten, dass er von Steve Wozniak und Steve Jobs mehr oder weniger abgezogen wurde, weil er nie Geld dafür gesehen hat. Mhm. Was davon stimmt, was nicht, na gut. Wir versuchen in so einem Hörspiel das ein bisschen zu ergründen und haben, wie gesagt, ein paar Gerüchte zusammengeführt auch. Was hat er mit seinem Wissen eigentlich und seinen Möglichkeiten so alles angestellt im Telefonnetz? Also es gibt verschiedene Geschichten, darunter zum Beispiel auch, dass er natürlich bis zum Weißen Haus durchgedrungen ist und hatte Nixon am Telefon. Auch das darüber, das wird nochmal im Hörspiel genau erwähnt. Er hat versucht, den Papst anzurufen. Er war sehr bekannt, er konnte so eine Art Loop-Around machen. Er hat also es geschafft, von seinem Ort aus einen Telefonanruf zu machen, sich über die gesamte Welt zu vermitteln und dann wieder an seinem Telefon anzukommen. Verrückt. Und es klingeln zu lassen. Wir unterhalten uns gleich noch weiter über euer Stück. Bei mir sind Evrim Sen und Dennis Moschito, die das Stück Captain Crunch gemacht haben. Unsere Soundstory heute ab 23 Uhr in 1Live Plan B. Das sind Band of Skulls, I Know What I Am.